Insel der Götter hat man diesen Ort immer wieder genannt. Sri Lanka, das bedeutet strahlend schönes Land. Und das ist auch der erste Eindruck, den jeder Reisende erhält, der seinen Fuß auf die Insel setzt, die auf den ersten Blick wie eine Wirklichkeit gewordene Touristenfantasie erscheint. Doch Sri Lanka ist eine Insel mit vielen Gesichtern. Eine andere Wirklichkeit finden wir im Ostteil der Insel. Mehr als 30 Jahre lang in einem unerbittlichen Bürgerkrieg zermürbt, war er vom Rest Sri Lankas so gut wie isoliert, wirtschaftlich rückständig und politisch benachteiligt. Dann kam 2004 der Tsunami, der die Ostküste mit besonderer Härte traf und mehr als 30.000 Menschenleben forderte. Der Krieg ging letztes Jahr mit einem Sieg der Regierungstruppen über die tamilischen Separatisten zu Ende. Doch Spuren dieser Ereignisse findet man Schritt auf Tritt. Zwar sind die meisten Tsunami-Lager inzwischen festen Wohnsiedlungen gewichen, doch anstelle der alten Lager gibt es nur neue, in denen die letzten Bürgerkriegsflüchtlinge darauf warten, irgendwo wieder eine richtige Heimat zu finden. Wir sind auf dem Weg in die Region um das kleine Fischerdorf Kalkuda, für das die Stadt Nürnberg nach dem Tsunami eine Patenschaft übernommen hatte. Hier hatten die Kämpfe des nach der Naturkatastrophe wieder aufgeflammten Bürgerkrieges besonders hart getobt und ein Bereisen der Region auf Jahre unmöglich gemacht. Jetzt wollen wir sehen, was aus den von Nürnberg unterstützten Hilfsprojekten geworden ist. Zuerst besuchen wir Kirimichai, ein kleines Fischerdorf, das mit Nürnberger Hilfe durch Unterstützung der Christoffel-Blinden-Mission neu entstand. Vor 5 Jahren, bei unserem ersten Besuch, lebten die Menschen, die durch den Tsunami alles verloren hatten, hier noch in Zelten und waren dabei, erst einmal stabilere, aber nur behelfsmäßige Unterkünfte zu errichten. Diese sollten vorübergehend für die Zeit des nahenden Monsun besseren Schutz vor dem Regen bieten und die Zeit bis zum Bau fester Häuser überbrücken. Wo einst das Lager war, steht heute ein richtiges kleines Dorf. 70 Häuser hat man hier mit Hilfe von Nürnberger Spendengeldern errichtet. Die Häuser sind einfach und funktional, aber für viele derer, die jetzt hier wohnen, ist es das erste feste Haus in ihrem Leben. Dennoch sind viele nicht zufrieden und nehmen unseren Besuch zum Anlass, sich zu beklagen. Manche Dächer seien nicht dicht und die Häuser hätten noch immer keinen Stromanschluss, obwohl die Elektroleitungen das Dorf schon vor Jahren erreicht hätten. Wie unsicher die Situation hier auch ein halbes Jahr nach Kriegsende noch ist, zeigt die Präsenz der Militärpolizei vor Ort. Ein wenig entspannter geht es in der Nachbarsiedlung zu, wo etwa 30 Häuser mit Hilfe von Nürnberger Spenden errichtet wurden. Die Bewohner sind ein wenig verschüchtert, denn auch hier hat sich seit Jahren kein ausländischer Besucher mehr sehen lassen. Bereitwillig gewährt man uns Einlass und damit Einblick in das eigene, bescheidene Leben. Jeder hier ist froh, dass der Krieg wenigstens ihre neuen Häuser verschont hat. Und wir freuen uns, dass wir uns nach Jahren der Ungewissheit mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass die Hilfe aus Nürnberg tatsächlich angekommen ist. Wir fahren weiter nach Kalkuda, voller Neugier, wie es dort heute aussehen mag. Das Ortsschild, ein vertrauter Anblick, noch immer dort, wo das alte Kalkuda einmal stand, bevor der Tsunami es endgültig auslöschte und dort mehr als 500 Menschen das Leben raubte. Ansonsten gespenstische Leere. Die wenigen Ruinen, die der Tsunami zurückließ, stehen unverändert wie vor 5 Jahren. Von den Überlebenden für immer verlassen. Nur das Militär zeigt hier noch ebenso wie damals Präsenz. Ein trostloser, ein verlorener Ort. Wir fahren weiter in das neue Kalkuda, einige Kilometer vom Meer entfernt. Dorthin hatte man die Überlebenden umgesiedelt.
Vor 5 Jahren fanden wir hier auf einer kahlen, planierten Ebene ein Lager aus temporären Behelfsunterkünften, in denen die Menschen unter der Hitze und unter Wassermangel litten. Heute haben feste Häuser die Wellblechhütten ersetzt. Und doch, ein richtiges Dorf ist es nicht geworden. Unter den Dächern der neuen Häuser leben die alten Erinnerungen weiter. Reverend Ananda Raja, Projektpartner der Nürnberger Tsunami-Hilfe, weiß aus seiner Arbeit mit traumatisierten Tsunami-Opfern, dass Schmerz und Trauer bei vielen noch immer gegenwärtig sind. Every year that Calcutta we used to have a tsunami memorial. Jedes Jahr haben wir hier in Calcutta einen Tsunami-Gedenktag, am 26. Dezember, auch im letzten Jahr. Das ganze Dorf kam, mit den Fotos der Menschen, die ihr Leben verloren hatten. Und ich sah auch diesmal immer noch viele, die vor diesen Fotos saßen und weinten. Man muss das einfach vergessen, erzählt dieses Mädchen, das 5 Stunden auf dem Meer trieb, bevor ein Hubschrauber es rettete. Nur dann schafft man es, weiterzuleben. Wenn ich immer wieder nur daran denken würde, würde ich ja nur noch bedrückter werden. Das tut einem dann auch noch mehr weh und man kann sich keinen neuen Aufgaben stellen. Man muss einfach vergessen, das Leben muss ja weitergehen. Die Menschen in Calcutta geben nicht auf. Sie wollen vorwärts schauen, den Tsunami vergessen und auch den Krieg. Die Fischer von Calcutta ziehen nun wieder die Netze ein, wie seit Jahrhunderten. Ein schwerer und harter Broterwerb, doch er sichert das Überleben. Auch im Ort selbst sieht man erste Zeichen der Veränderung, die Hoffnung machen. Die Regierung investiert in die lange vernachlässigte Region. Neue Straßen werden gebaut, neue Häuser und auch private Investoren hoffen auf eine Wiederauferstehung des Tourismus, der vor vielen Jahren schon einmal das wirtschaftliche Rückgrat Calcuttas war. Auch wenn sich bis heute kaum ein Fremder in eines der neuen Guesthouses verirrt. Noch wirken die ersten improvisierten Verkaufsstände an der einst so berühmten Bucht von Pasikuda ein wenig verloren. Aber die Händler haben Geduld. Sie glauben an eine bessere Zukunft. Denn schon kommen täglich ein paar Menschen mehr hierher, um nach vielen Jahren endlich einmal wieder in Ruhe und Frieden im Meer zu baden. Große Teile der Bucht sind bereits eingezäunt. Hier plant die Regierung ein riesiges Freizeit- und Urlaubsprojekt. Doch all das wird noch Jahre dauern. Das weiß auch Dr. Norbert Schürgers. Dass diese Menschen hier weiter Hilfe brauchen, und sei es auch Know-how-Transfer oder eben halt andere nicht so kostspielige Projekte, da besteht für mich kein Zweifel. Und die Stadt selber, die Stadt Nürnberg, wird sicherlich auch sich fragen müssen, wollen wir uns hier sozusagen zurückziehen, so wie es die meisten NGOs, die meisten Hilfsorganisationen gemacht haben. Nachdem sie ihr Werk beendet haben, sind sie wieder aus dem Land raus. Oder wollen wir jetzt die doch relativ guten, eng gewachsenen Strukturen nutzen, um weiter hier den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, noch weiter zu helfen? Klar ist, man wird hier weiterhelfen. Und so fahren wir erst einmal weiter. Nach Calmonay, dem letzten Ziel unserer Reise. Direkt an einem kilometerlangen Strand gelegen, richtete hier der Tsunami entsetzliche Schäden an. Privataufnahmen eines Filmamateurs vom 4. Tag nach dem Tsunami lassen das Chaos erahnen, das damals über die Stadt hereinbrach. 22.000 Häuser wurden zerstört, mehr als 4.000 Menschen verloren ihr Leben. Besucht man heute die direkt am Strand gelegenen Stadtteile, werden die Ausmaße der Zerstörung noch immer gegenwärtig. Es ist, als wäre hier vor 5 Jahren die Zeit stehen geblieben. Im Gegensatz zur Innenstadt herrscht hier am Meer eine fast gespenstische Atmosphäre. Obwohl nicht direkt im umkämpften Gebiet gelegen, behinderte der Bürgerkrieg auch hier Wiederaufbau und Weiterentwicklung. The war has been going on for about 30 years in this country. Mehr als 30 Jahre hat der
Bürgerkrieg in diesem Land geherrscht und während dieser Zeit haben die Menschen hier auf vielfältige Weise leiden müssen. Als dann der Tsunami kam, war das für sie ein doppelter Schicksalsschlag, denn sie litten ja schon unter der Härte des Krieges. Und dann nahm ihnen der Tsunami auch noch die Häuser und ihre restlichen Habseligkeiten. Es war wirklich eine doppelte Tragödie, die die Menschen hier getroffen hat. Dr. Ismail Fahmy, Vertreter der Organisation UN Habitat und Betreuer von Nürnberger Hilfsprojekten in Calmonnet, besucht mit uns einige Menschen, die seit dem Tsunami noch immer ohne feste Bleibe sind. Während in Kalkuda längst alle Tsunami-Opfer wieder ein Dach über dem Kopf haben, leben hier in Calmonnet immer noch etwa 450 Familien in armseligen Behelfsunterkünften. Und das seit 5 Jahren. Direkt daneben steht das Heinrich Lietzenroth Memorial Health Center kurz vor seiner Einweihung. Lietzenroth war Vorstandsmitglied der Nürnberger GfK und selbst beim Tsunami ums Leben gekommen. Weltweit spendeten daraufhin die GfK-Mitarbeiter für ein Hospital, das den Namen des Verstorbenen tragen sollte. Der bereits in Kalkuda begonnene Bau wurde selbst ein Opfer des Bürgerkrieges und so entschloss sich die GfK, noch einmal neu zu bauen. In Calmonnet, das nicht direkt von den Kampfhandlungen betroffen war. Im Nachhinein wohl eine richtige Entscheidung. Über dieses Gesundheitszentrum hinaus will man zukünftig von Nürnberger Seite auch anderweitig in Calmonnet Hilfe leisten. Deshalb besuchen wir das Ashraf Memorial Hospital, das wichtigste örtliche Krankenhaus. Auf der Geburtenstation der kinderärztlichen Abteilung herrscht drangvolle Enge. Die Abteilung ist für Routinefälle ausreichend ausgestattet, doch schwierig wird es bei Komplikationen, da die Pädiatrie über keine Intensivbetten verfügt. Auf der allgemeinen Intensivstation gibt es nur 5 Betten, die fast immer belegt sind, sodass Kleinkinder hier nur schwer Aufnahme finden. Doch eine Lösung für die Zukunft zeichnet sich ab. Die Pädiatrie zieht in den angeschlossenen Neubau um, der gerade mit Hilfe ausländischer Tsunami-Gelder errichtet wurde. Hier wird es mehr Platz, mehr Licht und auch mehr Luft geben. Doch nötig wäre insbesondere eine kleine, eigene Kinderintensivstation. Ich muss sonst die Problemfälle 200 bis 300 Kilometer weit transportieren. Das ist sehr schwierig und verschlechtert die Prognose dieser Patienten. Jetzt haben wir hier eine neue große Kinderabteilung geplant und für die Grundausstattung ist schon gesorgt. Das Problem ist nur, die Infrastruktur ist gegeben, aber es fehlt noch die Spezialausstattung für die Intensivbehandlung. Zur Anschaffung dieser Geräte wird eine Spende der Nürnberger Sri Lanka Hilfe in Höhe von 22.000 Euro beitragen. Doch vor der Rückreise nach Nürnberg gilt es, noch einen letzten Höhepunkt feierlich zu begehen. Die offizielle Einweihung des Heinrich-Alitzenroth-Gesundheitszentrums. An die Allgegenwart schwer bewaffneter Militärpolizisten haben wir uns längst gewöhnt. Zeigt sie doch, dass auch mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsende die Situation an der Ostküste Sri Lankas noch weit von der Normalität entfernt ist. Doch erst einmal gilt es wirklich zu feiern, dass der Traum vom Heinrich-Alitzenroth-Gesundheitszentrum nach langen, schwierigen Jahren nun endlich tatsächlich Gestalt angenommen hat. Bis zum Einbruch der Dunkelheit dauern die Festreden, Glückwünsche und der Austausch von Geschenken. Bleibt zu hoffen, dass auch am nächsten Morgen noch ein guter Stern über all diesen Projekten stehen wird. Eine Garantie dafür böte nur ein dauerhafter Frieden in Sri Lanka und eine tragfähige Verständigung der singalesischen und tamilischen Konfliktparteien. Doch was das betrifft, bleibt Skepsis angesagt. The armed conflict is gone. I don't think that there Der Krieg ist vorbei. Und ich glaube nicht, dass es einen neuen bewaffneten Konflikt geben wird, der das Land zerstört. Aber die Gefahr durch die Menschen, die die Feindseligkeit, den Neid und die Gier nach Macht in sich tragen, bleibt bestehen. Und was wird mit diesen Waffen geschehen? Wer kann die zerstören? Der wirkliche Friede in Sri Lanka steht immer noch in Frage.